Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Alles Güte und einen gauten Tag. Wir spielen nochmal eine Runde. This is Total War Attila mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht der Einzige. Am Start ist nämlich auch der Mr. Merp. Ich grüße dich. Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Gauten Tag auch von mir. Eigentlich könnte man es Attila-Lol nennen. Also, weißt du, es ist ja nur noch LOL, was hier passiert. Es ist wirklich sehr LOL. Muss man tatsächlich sagen. Ja. Oder Attilol, weißt du? Attilol, Attilol, ja, Total War Attilol. Ja, passt auch gut, ja. Ich bin gespannt, wie jetzt meine Flotte den Geist aufgibt. Wahrscheinlich schießen jetzt hinter England herum mit einer dreifachen Bewegungsgeschwindigkeit 37 Elite-Flotten, um mich zu versenken. Ja. Oder sie fliehen tatsächlich. Hey, cool, mein zweiter kritischer Fehler hintereinander. Danke, Spiel. Huja. Ja, mal wieder gut. Immer wieder gut. Kannst du mal assassinieren? Ja, Assault mal bitte. Ha, hat geklappt. Cool, kann ich den weiter skillen. Sehr gut. Ich finde es auch gut, dass der Redelsführer von diesen Rebellen jetzt tot ist. Wetten, sie kriegen einen neuen? Bestimmt. Bestimmt. Okay. Frage. Also, der hat nicht viel Bewegungsreichweite. Der hat. Und der hat wahrscheinlich gleich auch, ne? Wir könnten, glaube ich, hier attackieren. Kämpft er? Ja, der ist in einem Fort drin. What? Hat halt einen Nager. Scheiße. Ich überlege, das automatisch zu machen. Da muss ich mich halt zurückziehen. Ja. Weil wir werden ja nichts haben, um dieses Fort zu kontern, ne? Okay, gekillt hast du ihn leider nicht. Aber du hast ihn offensichtlich schwer verwundet. Ja, das reicht mir dann, glaube ich, auch. Ja. What? Warte mal, wie weit kann ich hier laufen in dieser Stellung? Okay, das ist ein Witz, oder? Kann man ja nicht ernst nehmen, ne? Gibt's hier noch Söldner, die ich kriege? Na, nur diese komische angedatschte Kaff, ne? Oder diese komische Kaff da von den Briganten. Das ist jetzt nicht so meins. Okay, also wir brauchen Hingabe, Autorität brauchen wir also auf gar keinen Fall. Wir brauchen außerdem noch Cunning. Dann machen wir das nämlich hier weiter. Okay. Kann ich einen meiner Agenten denn noch irgendwie ausstatten? Nö, ne, die haben kein Equipment. Okay. Kann ich dir noch irgendwas Besseres geben? Bringen wir eigentlich auch nichts. Was haben wir hier noch? Tierungskostenwohlstand. Plus 10 Moral während Nachtgefechten. Das ist doch cool. Mhm. Welcher Perk ist das? Auf der anderen Seite macht er mir meine. Nee, das ist so eine Ausrüstung. Fax. Also ein Fax wahrscheinlich, ne? Von der Telekom oder sowas. Ach so, ja. Verstehe. Nee, also Fax. Also so ein Feuerstein oder was auch immer das ist oder sowas. Keine Ahnung. Oder eine Fackel. Aber Upkeep Cost minus 10 für Infanterie bringt mir hier erstmal mehr, ne? Okay, Personal Influence. Das da bringt mir alles überhaupt nichts. Und sein Vibe hat ja Cunning, genau. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen, wer ist denn hier noch erbberechtigt? Du hast eine Loyalität von 4. Das ist natürlich nicht ganz so geil, ne? Du brauchst erstmal ein Vibe. Und wir suchen dir mal eins für 20. Und du. Boah, Alter, ist sie so unfassbar schlecht, ne? Wenn ich jetzt hier sage Arrange Marriage, dann kann ich die mit irgendeinem Penner verheiraten. Das will ich aber auch nicht. Oh, Alter, der Typ da ist 50, ne? Den könnten wir noch heiraten. Weißt du, was übrigens krass ist? Die Dänen haben eine Full-Stack-Armee vor England. Aha. Die Glut.
direkt oberhalb von Camulodunum. Ach krass, okay. Ach, das war, ach, der Wulfgar war der Typ, den ich adoptiert habe, stelle ich übrigens nochmal gerade fest. Ja, stimmt. Boah, der ist aber auch nicht gut, ne? Der ist loyal, aber das ist auch alles. Der ist eher, statt ein Wulfgar ist der eher ein Kötergar. Aber echt, ey. Ist gar ein Räudiger. Lol, Alter, der Typ hat minus 10 Moral beim Kampf gegen barbarische Königreiche. Okay, gibt es noch. Kannst du ihm bitte noch ein paar dümmere Trades geben? Das ist tatsächlich halt eben, ne, man möchte ja meinen, wenn du halt so als Barbar hier anfängst, ne, dann kämpfst du halt viel gegen die Römer oder sowas, aber tatsächlich muss man sich ja erstmal durch alle möglichen barbarischen Königreiche so durchkauen, ne, um dann tatsächlich da was zu erreichen. Ne. Aber guck mal, da kommt die zweite Full-Stack-Armee der Veneter. Die Ahnten möchten Frieden, aber ich sag nein. Nee, das ahnten wir nicht so. Oh, guck mal! Und wie du recht hattest, wie die sich jetzt voll in ihrer Dreckssiedlung verkämpfen da in der Bretagne. Ja, ich hau hier mal übrigens ab. Ist besser so, du. Nicht, dass du jetzt hier erwischt wirst. Ja. Das muss ja nicht passieren. Das Gute ist, ich habe ja jetzt endlich einen Streiter und der Streiter gibt mir 4% zusätzliche Regenerationsrate für meine Einheiten, also diese Replenishment Rate, und das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich bin übrigens ausspioniert worden. Boah, inzwischen sind das aber echt wieder sau viele Typen da, du. Das ist jetzt echt unangenehm. Ja. Ja, geil, guck mal. Der ist jetzt in mich reingerannt, aber der Hinterhalt ist gescheitert. Uneheliche Geburt durch Eindridi. Ich habe keine Ahnung, was ein Eindridi ist, aber mir wurde schon was geeindridit. Eingedrichtert, ja. Genau. Jetzt bin ich am Überlegen, wo ist denn mein Agent schon wieder? Mein Agent scheint nicht mehr da zu sein. Haben die den weggeholzt? Nö, der steht da unten. Hä? Warte, ich zeige mal drauf. Da. Ach, der Aswalder. Ich habe gedacht, der heißt anders. Sorry. Okay, wen soll ich jetzt... Oh Gott, das sind aber jetzt echt viele. Wen soll ich da jetzt... Ja, wobei, da sind auch einige Dödelstack-Armeen dabei. Ja, ne? Ist schon richtig. Also wir müssten eigentlich... Also ich würde jetzt mal sagen, ich verlangsame jetzt mal die südlichste von denen hier. Also... Du musst überlegen, Moment, du musst jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt erst? Also was ist denn jetzt unser Ziel hier, ne? Ich meine, wir... Also ich kann auch willst du die Revolte jetzt loswerden? Ja, die würde ich als allererstes angreifen. Dann mach die doch erstmal weg. Ja, ist schon recht. Sehen wir danach noch, wie viel Bewegungsreichweite du hast. Das ist nicht mehr viel. Effektiv machen können. Ich mache auch einen Nachtangriff. Boah, ey, wie geil! Der Nachtangriff sorgt dafür, dass die halt gar keine Chance mehr haben. Mhm. Das hat gepasst. So, meine Bewegungsrate sagt, ich kann einen noch angreifen. Entweder den oder den. Aber danach kann ich mich nicht mehr zurückziehen. Ja, das ist zu riskant eigentlich, ne? Oder? Ich könnte mich jetzt auch hier einfach in den Hinterhalt stellen mit meinen läppischen 55%. Direkt neben meine Stadt wieder mal. Ja. Also hier. Wo ich mich dann halt dazu parken muss, ne? Genau, dann musst du dich halt dazu parken. Ja, das ist okay. Dann machen wir das. Und dann müssen wir jetzt halt die eine oder andere Truppe von denen jetzt verlangsamen, weil ich würde sagen, die südlichste Armee, damit das nicht zu viele werden, ne? Also auf jeden Fall erstmal die dicken, ne? Also ja, die südliche ist dick. Und die, ne? Und da habe ich 72% Chance und bei der oberen habe ich 67. Dann nehme ich die untere, weil da habe ich eine höhere Chance. Mhm. Und es hat geklappt. Der kommt erstmal nirgendwo mehr hin. Das ist schon mal gut. Gut. Dann
Sehe ich mal zu, was ich mit meiner Flottille da noch machen kann. Da hat nämlich auch der super heftig Admiral gerade ein Level up bekommen. Ready for orders. Blöde ist halt, ich könnte jetzt diese Siedlung angreifen, aber dann kämpft halt der gesamte Drecksverein gegen mich. Oder ich segle es halt einfach an ihnen vorbei, weißt du, so ganz, ganz keck. Ich könnte aber auch trotzdem ihre... Warte mal, was passiert? Kannst du einfach wieder in die Stadt zurückgehen, dann haben wir da eine ordentliche Garnison schon mal drin mit der Flotte. Das würde ich, kann ich auch machen, das würde ich jetzt machen, also... Ja, ja, hast schon recht. Ja, 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 bin schon wieder da. Mhm. Wahrscheinlich gehen die jetzt auch wieder, weißt du, weil ich das gemacht habe. Ja, das kann tatsächlich gut sein, ne? Also, aber wenn da so 2, 3 von den Stacks da verschwinden, habe ich nichts dagegen, ne? Nachvollziehbar. Ich mache gerade eben nochmal hier mal so ein paar Charakteroptionen. Mhm. Um nochmal den ein oder anderen Char jetzt hier zu würdigen. Kann sie eigentlich die Loyalität sichern? Okay. Dein Turn. Ah, nee, ich habe noch meine Fähigkeit. Der Ring, mein Typ da, also mein Statthalter, der hat ein Level Up. Ja, das gebe ich ihm Wache. Nahkampfabwehr für kommandierte Streitkräfte. Ja, es ist halt alles eher so mittelgeil. Okay, dein Turn. Mhm. So. Ja, auf jeden Fall bitte die Tante heiraten. Die hat nämlich einen Pluspunkt auf Cunning. Haha, okay. Also meine Armee wurde ausspioniert. Das ist aber nicht so schlimm. Es musste erstmal zwischen mich und die Stadt laufen, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich noch diese eine Armee der Sachsen ausschalte. Erstmal muss ich mal gucken, wen kann ich denn hier noch alles fehlleiten? Komm, 55% versuchen wir. Failure. Okay, gut. So würde ich ihn gerne nennen. Failure. Sein Name war Fail Bob. Opportunate Failure. Und nein, es ist kein Spitzname. Er wurde von seinen Eltern so genannt. Na also, den hast du weggemessert. Ja, das ist schon mal brauchbar. So, du gibst nochmal den Bonus auf Nahkampf, Angriff und Verteidigung und dann kriegst du noch den XP-Bonus, den brauchen wir auch noch. So, jetzt ist die Frage, also dann würde ich vorschlagen, ich quicksave mal kurz. Also, weil das kann jetzt tatsächlich sein, dass das hier irgendwie mir falsch angezeigt wird. Also, ich attackiere den hier. Und was sage hier Nachtangriff. Und dann ist der tot. Und dann ist der auf jeden Fall down. Wie das okay, dass ich jetzt da eine Einheit verliere, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist okay. Aber immer hast du ein Level up gekriegt. Ja, genau. Das ist schon mal brauchbar. Aber du weißt, du bist hier die ganze Zeit ohne Netz und doppelten Boden unterwegs, ne? Noch, ja, aber ich habe auch noch 2/3 Bewegungsreichweite. Also. Das müsste doch eigentlich reichen. Um den zweiten Kleinen fertig zu machen, meinst du? Nee, eigentlich würde ich eher sagen, um wieder zu dir zurückzulaufen.
Ja, okay, das ist vielleicht sogar ganz sinnvoll. Ja, am besten hinter mich. Ja, aber ich muss mich, also ich komme nicht weiter. Ich komme genau hier hin. Okay, ja gut, wenn wir Glück haben, greifen sie dich an, dann kannst du fliehen und rennen sie weiter hinterher und ich erwische sie dann mit dem Genau. Hinterhalt oder so, ne? Ich meine, das ist ja schon mal das Gute. Ich stehe da ja. Aber das Problem ist, wir hatten das, glaube ich, schon mal, dass ich dich dann nicht unterstütze, wenn du angegriffen wirst, weil ich ja im Hinterhalt stehe. Ich meine, da war irgendwie so ein Blödsinn dabei. Das kann gut sein, das müssen wir gleich mal rausknobeln. Ja, wir werden es gleich sehen. Jo, ich will mir mal ganz kurz, einmal ganz kurz angucken, mit wem sind die anderen Fraktionen denn so im Krieg? Also, die Angeln mit den Römern, die Anden mit den Hunnen und ansonsten nur mit uns. Die Briten mit den Ebdani und ansonsten auch nur mit uns. Die Burgunder nur mit uns. Die Kaledonier mit den Römern und mit uns. Die Ebdani mit den Briten und den Römern und mit uns. Die Franken sind nur mit den Römern und uns im Krieg. Die unternehmen ja nicht so viel gegen die Römer, hat man da. Das ist echt, wie du sagtest, ne? Also, die überleben. Also, die Römer überleben dieses Spiel hier. Weil die nur mit Weil uns im Krieg, wir weil wir mit denen im dazwischen Krieg, gehen, ja, weil ja. wir, ja, oder nördlich von denen liegen, ne, und mit denen im Krieg sind. Aber Witzig. ist das nicht eigentlich unlogisch? Müsste das nicht eigentlich auch theoretisch passieren, weil die Hunnen kommen? Weil die Hunnen mischen ja auch alles auf eigentlich. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo die Hunnen sind und was die Hunnen da gerade machen, ne? Ja, ich Ja, weil weiß, was du tatsächlich meinst. hier die Ebdani führen Krieg gegen die Briten. Das ist doch gut. Das heißt, die durchmischen sich ein bisschen. Oh, da kommt noch mehr Kram. Guck mal, wer da angeschippert kommt. Ja, ich Die weiß. Garnisonsflotte ist wieder da. Kaum, dass ich ein paar Meter zurückfahre, fahren sie ein paar Meter vor. Es sollte so Nebelzonen geben, weißt du, das wäre so geil, wo du deine Schiffe reinstellen kannst. Ja. Deine Flotte, weißt du, so um sie, dass du dann einfach auch auf dem Meer einen Hinterhalt machen kannst. Das fehlt halt einfach, so was Grundlegendes. Ja, ich glaube, man hatte ja hier auch so ein bisschen die Schwierigkeit, man konnte die KI nicht allwissend machen, ne? Also anstatt dass man halt gesagt hat, okay, wir geben uns Mühe, die KI nochmal ein bisschen anders zu konfigurieren, hat man es dann halt so gemacht, dass man gesagt hat, okay, gut, dann weiß sie halt einfach alles, ne? Und bei Warhammer und bei Attila hat man ja das Parameter dann eingefügt, dass Hinterhalte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach ignoriert werden, ne? Was halt natürlich hier bei diesem Spiel nicht so ganz funktioniert, denn die KI weiß ja immer noch, wo deine Einheiten stehen. Also sie weiß noch, wo sie stehen. In den meisten Fällen, ich glaube mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder so, weiß sie das immer. Also egal, wie hoch deine Hinterhaltwahrscheinlichkeit ist, ne? Da sind neue Kämpfer da. Guck mal, das sind Slaven. Ja, genau. Und die haben richtig beschissene Werte. Ja, also ich dachte zuerst, die wären gut. Aber die sind kacke, ja. Die haben so einen coolen Schild, aber eigentlich können die nichts. Ja. Noch halbnackte Typen da, guck mal, mit langen Unterhosen. Das sind bei denen Ja. Bogenschützen. Unglaublich. Okay, was mache ich jetzt hier mit meinem Agenten? Weil eins weiß man doch, wenn man aus Russland kommt, dann rennt man auf jeden Fall in Dänemark topless rum, ne? Im Winter. Auf jeden. Ich bin am Überlegen, ob ich da nicht was angreifen soll, genau. Ja, was denn? Ja, das Problem ist, man kommt halt an nichts ran. Ne? Ich habe halt die Möglichkeit, einen Nachtkampf zu machen. Ich könnte eine dieser Armeen ausschalten. Ich wäre jetzt eher Fan davon, die südliche. Zeig mal mit dem Die Pfeil drauf. Raubvögel. Da, die große hier. Ach komm, Spiel, lass mich Boah, doch. ich weiß nicht. Also da suchst du dir direkt auch den dicksten Klops aus, ne? Je weniger Kaff, desto besser. Also ich würde fast sagen, Blutschwur? die hier, da die Slaven, hätte ich fast gesagt, die sehen am einfachsten aus, das, Ja, ne? aber komme ich da ran?
Das weiß ich nicht. Ich kann nicht sehen, wie weit deine Armee laufen kann. Du bist ja, halt laufen kann ich da. Laufen kann ich da locker hin. Ich würde sogar rankommen, ohne Witz. Muss halt danach wieder zurücklaufen. Das Problem ist, dass wenn du danach nicht zurücklaufen kannst, dann solltest du jetzt versuchen, ja, den Typen hier zu verlangsamen oder den Rugia zu verlangsamen, damit du den entsprechend entweder noch auf der Rechnung hast oder von der Rechnung runternehmen kannst. Ne? Ich versuche auf jeden Fall erstmal zu gucken, wen ich jetzt hier verlangsamen kann. Also ich kann auf jeden Fall den Blutschwur, der bei den Slaven steht, mit 5% höhere Chance verlangsamen. Die Slaven wären wahrscheinlich eine Idee. Also du musst halt gucken, wenn du keinen von den beiden verlangsamen kannst, ja, von den beiden, ne? Also Blutschwur oder Raubvögel, dann ist es sowieso egal. Ne? Dann würde ich da sowieso nicht angreifen. Kritischer Erfolg bei das ist gut. Den dann würde ich neben den Slaven. Dann kann ich die Slaven angreifen. Danach habe ich noch mehr als die Hälfte an Bewegung übrig. Okay, und das reicht, um wieder zur Stadt zurückzulaufen, ne? Genau. Ja. Probier's, ne? Okay. So, Nachtangriff. Ey, ich kann das berechnen. Du wirst lachen, aber ich kann das berechnen. Okay. Ich habe 80% Sieg gegen die. Ah, das ist gut. Ja, die haben eine Menge Einheiten dabei verloren. Oh ja, ja. So. Jetzt komme ich locker da wieder zurück. So, jetzt kann ich da stehen bleiben, ne? Okay, cool. So. Schade, dass ich kein XP gemacht habe, aber die Slaven haben... Also, die sind ja... Die haben ja richtig verkackt, ey. Die haben auch richtig schlechte Einheiten, ja. Jetzt musst du da unten die andere Fullstack da unten noch verlangsamen. Und dann sehen wir weiter. Ich denke mal... Okay, ich denke mal, es reicht ja hier... Weil der ist verlangsamt, ne? Das ist schon mal gut. Die haben aber auch einen echt extrem miesen General. Der hat halt überall nur eins bei denen, weißt du? Mhm. Okay, auf den habe ich nur... I am the knife in the dark. Die haben auch einfach nur gesagt, weil sie, hey, irgendeiner von euch muss die Armee anführen. Und keiner hat sich gemeldet. Ja, genau so. Okay, Freiwillige vor freiwillig, und alle machen einen Schritt zurück. Ja, 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 ja. Und einer blieb übrig. Das war der Typ, der einfach am langsamsten ist. Und deswegen hat der Typ auch so scheiß Werte. Aber du hast recht. Die sehen eigentlich wegen ihrer Schilde mega cool aus, aber können halt echt nix. Alter, der Typ ist krass, der die Raubvögel, ne? Der Raubvogel-Typ, der ist echt krass. Okay, pass auf. Kannst du den wegmessern? Ja, mit 61%. Hat aber nicht geklappt. Schade, jetzt solltest du ihn halt noch verlangsamen. Ich überlege gerade was anderes. Also, die eine Fullstack, die packen wir ja wohl. Das Problem sind die ganzen Fullstacks drumherum. Mhm. Schön zusammengefasst. I am the knife in the dark. Die Bilder sehen echt schon krass aus mit diesen hier slawischen Kämpfern, ey. Kritischer Fehler. Oh, nee. Das ist gerade echt kein gutes Timing.
Ich bin echt nur überlegen, ob ich... den da noch fehlzuleiten. Alabu doch noch irgendwie zu... Okay, passt mal besiedle. Auf. Dafür ist der Typ wieder da. Aber das kann er hier... Ah, nein, Mist wollte ich gar nicht machen. Oh, cool, hat geklappt. Okay. Ich wollte es nicht machen, aber... Ich wollte es nicht machen, aber es hat geklappt. Das nehmen wir jetzt einfach mal als eine günstige Fügung des Schicksals. Junge, 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 okay. Misdirect Army brauchst du, genau. Und dann brauchst du noch hier Tracking. So, dann überlege ich. Ja, komm, ich greife den Typen hier unten an. Im Nachtgefecht. Dann ist der down. Ja, und der andere muss dann wegrennen und seine Stellung aufgeben. Pass auf, um meine Kaff zu schonen, ja. Spielen wir das, möchte ich das gerne spielen, ja. Weil okay. Die KI schweinst halt so mit der Kaff rum. Also ich habe vorhin bei dem Auto-Resolve, habe ich so roundabout die Hälfte meiner Kaff verloren. Ich weiß, was du meinst. Die muss jetzt, auch die muss jetzt, die, genau, und die muss jetzt wieder, die muss jetzt wiederkommen, ne? Die muss jetzt wiederkommen. Ich gebe dir die mal. Ja, ich werde einfach nur sie hinten rumrennen lassen und nicht ja, zu sehr. Ja, du kannst erstmal ganz entspannt mit der aufspielen, ne? Die muss jetzt erstmal gar nicht so viel machen, ne? Ja. Die sollte flüchtende Einheiten aufreiben, finde ich. Ja, das kriege ich hin. Da, ja, davon gehe ich aus. Also, das ist so. Also, bisher hast du ja alles gerockt soweit mit der Kraft. Wenn man von dieser einen Schlacht absieht, aber. Ein nächtlicher Schneesturm und da kämpfen wir. Hat, ja, nee, ist klar. Hat sich der Garulf so ausgesucht? Sagen wir mal dreifacher, weil. Ja, ich gehe mal komplett links rum. Die sehen halt die Kaff momentan noch nicht mal wegen dem Schneesturm. Cool. Die sehen mich immer noch nicht. Die haben keine Ahnung, dass ich da bin. Jetzt haben sie mich gesehen. Warum auch immer, ne? Also, ja. Muss man jetzt mal auch wieder sagen, ne? Schon ein bisschen random. Und prompt kommt die Reaktion, aber guck mal, es ist für dich jetzt eigentlich ideal, weil... Naja, ich laufe schon näher ran. Sie haben keine saubere Formation. Ich glaube, wir haben halt einen krassen Moralvorteil und... Ja. Seine Kaff will mich kriegen, ich lasse es einfach mal nicht zu. Ja, du musst jetzt kommen mit den, der kommt jetzt mit den Plänklern sehr nah an mich ran. Na, ich greife die Plänkler jetzt an. Ich charge die jetzt auch. Ach, shit! Ich hasse dieses Spiel, was das angeht. Ohne Witz. Ja, weil er deine Kaff erwischt hat. Ja, weil du gibst einen neuen Befehl und was macht dann die blöde Kaff? Die bleibt stehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, da sind noch mehr Plänkler. Guck mal, dass du da mit der Kaff aus dem Nahkampf rausgehst mit den Plänklern, weil da habe ich ja schon... Okay. Eine Inf drin und da muss nicht. Ich habe die Bogenschützen jetzt gekriegt. I like to move it. Achtung, die Axtkämpfer und die Kaff. Der Gen, ja. Das ist der Gen, ne? Da musst du raus, ne? Ja. Genau, ja. Ich mache seine Kaff alle. Und die Plänkler bitte, ne? Die da südlich von deiner Kaff stehen, ne? Ja. Ey, Alter, was machst denn du, Bratello, hier jetzt? Also ohne Witz, ne? Endlich habe ich die erwischt, du.
thrown down their weapons and are fleeing. Also seine Kaff ist down. Okay, gut. Natürlich sind diese dämlichen Axtkämpfer die ganze Zeit ist hier in der Nähe. Ja, aber ich gehe da jetzt mit der Inf näher ran. Oh, diese Widerhaken-Typen sind so widerlich. Aber echt, ey. Widerhaken sind generell widerlich, ne? Ja. Ja, nice, gut, den Jen abgelenkt auf jeden Fall. Das war der Plan. Warte mal, dann gehe ich da jetzt nicht dran, weil meine Leute schmeißen mit Fäkalien, bevor die in den Nahkampf gehen. Mhm. Alter, wie lange die Endlich. Durchhalten. Ey, die sind so OP. Die sind so OP. Boah, ey, war das gerade widerlich, wie lange diese Widerhaken. Lock den Gen mal, lock den Gen mal zu meinen Archern. Irgendwie, wenn es geht. Ich versuche es. Und reib mit der anderen Kaff die flüchtenden Einheiten auf, ne? Ja. Ich mach mal Doppelte. Ja. Alles klar. Der kommt. Also ich bin weit weg, ne? Du schießt ihn jetzt einfach tot, ne? Ja, ja, wenn ich's kann, ne? Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Ein Franke, ein Kämpfer, eine Axt. Ja, da wird immer noch 135 Mann, ne? Ja, das kann auch noch ein bisschen dauern. Speaking of OP Units. Und nur so zur Orientierung. Jetzt denkt halt einfach dran, die KI schießt solche Einheiten mit Steinschleudern weg. Und wir benutzen gerade den schweren Schuss mit unseren Bogenschützen. In den Rücken. Die haben nicht mal Schilde, die Typen, ne? In den Rücken übrigens. Auch, ja. Ne? Also wir schießen sie einer in den Rücken. Gut aufgestellt, oh, Bogenschützen. Ja, ja. Das, ja, die müssen ja so laufen, dass er sie erwischt, sonst wäre das jetzt so einfach, ne? Ja. Okay. Hallo, ihr Penner. Lauft ihr bitte mal. Danke. Ja, lauft ihr jetzt mal bitte. So, ah, danke. Jetzt kann ich vielleicht auch nochmal schießen. Nee, ich habe noch ein paar Wurfgeschosse. Das ist gut. Aha, der Gen ist down. Alles klar. Und das war's, ne? Den brauchst du auch nicht mehr jagen, ne? Weil Gen ist down. Okay. Das ist perfekt. Boah. Also ich hoffe, ich habe die Kaff so gut geschont, wie es nur ging. Ja, ja, eine Einheit war, ja, bei der einen Einheit hast du ein bisschen geschweinst, aber hey. Ja, man muss halt auch einfach dazu sagen, ne, jetzt überlegt halt mal, der hätte halt 8 von diesen Widerhaken-Plänklern drin, ne? Ja. Das wäre halt, das wäre nicht zu schaffen, diese Schlacht, ne? Wir könnten das wahrscheinlich nicht gewinnen, ne? So, jetzt ist er dir im Weg. Ja, das hat das Spiel echt nett gemacht, finde ich. Und dein Debuff ist weg. Nee, der hat die Stellung gewechselt. Ah, okay, er macht immer noch minus 25%, aber das Gute ist, er entkommt jetzt wenigstens nicht mehr. Mhm. Du bist noch nicht in meiner Reichweite, nur von der Stadt. Wir müssen das übers Flüchten machen.
Okay, gut. Dann bin ich gespannt. Ich muss noch gerade schauen, was ich hier als nächsten Skill nehme bei der Armee. Ah, 10% mehr Melee Damage. Ich muss halt dummerweise durch diesen ganzen Schwachsinn durch, den ich eigentlich nicht skillen will, weil der mir nichts bringt. Das bringt mir auch überhaupt nichts. Aber ich muss es trotzdem skillen, das ist echt doof. Okay, nee, dann gehen wir den Weg hier. Kriegen wir wenigstens mehr Hordenwachstum. Okay. Ende. Oh, da hat ja irgendjemand noch ein Level gekriegt. Okay. So, gucken wir mal. Was machen die Veneter? So viel Bewegungsreichweite dürften sie nicht haben. Ich sehe gerade eben gar nichts. Ah, jetzt kommen sie an. Ja, die andere Armee hatte ich verlangsamt. Ah, guck mal, der haut ab. Das ist gut. Das ist Ja. gut. Das heißt, die KI rechnet sich geringe Siegchancen gegen uns aus. Was wollen die Dänen denn da jetzt machen? Vielleicht wollen sie Land erobern, sie haben es ja nötig. Was da jetzt alles kommt, du. Ja, wobei ja auch immer wieder ein bisschen was geht, ne? Ja, aber momentan haben wir netto da schon ein bisschen viel da. Oh ja, da kommt noch eine Armee übrigens von den Angeln. Hey, römische Separatisten. Okay, den erklären wir jetzt aber nicht den Krieg, oder? Also, den Rebellen brauchen wir jetzt Oh, nicht den Krieg shit. erklären, oder? Die Loyalität von meinem Admiral wankt. Da ist die Armee übrigens wieder, die wir vorhin vertrieben haben. Er hat nur noch eine Loy von 2. Da muss ich schnell was machen, du. Aha. Wo ist denn der Sieger? Wo ist denn diese alte Ratte? Ach, der ist ja keiner von meiner Familie. Ah, das ist das Problem. Ich habe ihn gelevelt, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, Und ich kann seine Loyalität nicht sichern, weil er ein Arschloch ist, aber ich kann ihn heiraten in meine Familie rein. das bringt aber nichts bei der Loyalität. Du könntest überlegen, ob du. Ah, cool, der hat meine Armee lahmgelegt. Ich kann nächste Runde übrigens kein Gefecht führen, nur schon mal zur Info. Aber ich würde sagen, dann lass hier mal den Ich Part-Einsatz. adoptiere ihn. Das bringt aber nichts für die Loy, ne? Also. Ja, aber dann ist er Teil meiner Familie, weißt du? Okay. Noch ein Na gut. Bürgerkrieg würde dich jetzt auch nicht umbringen. Nee, das nicht. Aber dann ist die Flotte halt weg. Gut, dann zahle ich sie auch wenigstens nicht mehr, weißt du? Dann Quick Save mal und dann beenden wir mal den Part hier an der Stelle, oder? Genau. Bei Also, 38 Leute. Minuten, ne? Im nächsten Part sehen wir mehr oder hoffentlich weniger Stacks, ne, von den Ja. anderen. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Ciao.